für die guten Nachrichten. Ich möchte nicht immer nur schlechte Meldungen hören. Und hier ist mal wieder eine schöne. Ein australischer Multimillionär, das allein klingt schon schön, will das bekannte untergegangene Schiff Titanic nachbauen. Im Film war es nämlich virtuell generiert, aber mit dem könnte man wirklich mitfahren. Es soll alles so werden wie beim Original, nur sicherer. In Australien gibt es auch weniger Eisberge, da wird die Sicherheit deutlich erhöht. Und das ist eine typische Win-Win-Situation. Entweder geht das Schiff nicht unter oder es gibt einen neuen Film. Morgen geht's weiter.